Ja, guten Tag, hier ist wieder euer Omni. Ihr habt euch entschieden mit wieder einigen über 20 Stimmen bisher. Vielen Dank schon mal für eure Wahl. Und zwar, glaube ich, so mit 70% wieder ein Age of Wonders 4 Let's Play. Wir werden kein Ungeschnittenes machen, sondern ich werde auch schneiden auf jeden Fall. Aber ich werde nicht nachkommentieren, sondern direkt kommentieren. Und noch ein bisschen ausführlich auf meine ganze Idee eingehen. Und zwar machen wir ein Let's Play, das sich nur mit der Evolution beschäftigt. Das heißt, wir werden keine Einheit in unserer Armee vertragen, ertragen, wie auch immer, dass die nicht in irgendeiner Form eine Entwicklung bietet oder sich aus einer Entwicklung entwickelt hat. Das heißt, wir können einige Beschwörungen vornehmen, die Evolutionen bieten. Das werden wir dann im Game mal sehen, welche ich mir da anpeile. Wir haben natürlich die vom Drachen-DLC, die ganzen Einheiten dazu. Und ich habe mir auch einen langfristigen strategischen Plan überlegt, wie wir hoffentlich auch zu einer guten Armee von Drachen kommen. Können wir gucken, ob das funktioniert? Keine Ahnung. Und wir spielen die Züchter. Wir nennen uns Evolver, der Veränderer. Ja, das ist lustig. Lacht bitte. Und werden natürlich mit dem Buch der Evolution anfangen, weil da bestimmt Verzauberungen drin sind, die natürlich massiv stark für uns sind. Ich kann einfach mal reingehen. Wir sind Wolfswesen. Ich habe mal das weiße Wolfreittier auch genommen. Werden wir tatsächlich für eine Einheit brauchen, wozu ich dann aber in-game komme. Resistent einfach für ein bisschen mehr Beef, ein bisschen mehr HP für ein bisschen mehr Beef und halt mehr Erfahrung. Und wenn wir müssen, wo ich es schade finde, dass nur bei der Kultur drin ist, feudal spielen. Wir müssen nicht, aber ich will es nochmal feudal spielen, weil wir kriegen hier den Bauernpikinier. Der kann sich ja entwickeln zum Schildträger. Und der Schildträger, seht ihr hier vorne, der sitzt dann auch im Wolf. Ich hoffe, dass wir damit so ein bisschen das Early Game ein bisschen besser gebacken kriegen, weil die beschwörten Einheiten teilweise ja auch bis zum höchsten Rang waren und das teilweise sehr schwer ist und dass wir dann hoffentlich damit das Ganze kompensieren können. Wir werden dann zusätzlich, jetzt wird es ein bisschen komisch, massiv auf Forschung gehen, weil ich ein Ziel habe, auf Ordnung zu gehen und Natur und Chaos natürlich, damit ich das Drachenbuch nehmen kann und auf Ordnung, weil ich T4 ein Ordnungsbuch nehmen will und zwar das uns die aufgestiegene Kriegerfähigkeit gibt, wodurch wir Level-Ups auf unsere Einheiten geben können, sodass wir hoffentlich dann 3, 4 so junge Drachen produzieren können und die dann direkt oder innerhalb von wenigen Runden direkt aufleveln können, sodass wir da volle Drachen draus haben und dann nachher so T5 Boomstacks haben, um die Gegner zu überrennen. Deswegen alterweise, obwohl ich es nicht so super cool finde, aber einfach, wir haben schon eine Fähigkeit freigeschaltet und wir kriegen immer eins billiger. Das heißt, wir kommen schnell durch die Bücher, damit wir die durchwälzen können. Und Runenschmiede natürlich auch dasselbe Prinzip. Wir haben billigere Verzauberungen, die kosten auch weniger zur Versorgung. Wir werden vor allem auf Schildeinheiten gehen und Stangenwaffen, wie ihr auch seht. Also genau das, was wir hier auch kriegen, was ganz cool ist. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt nicht die Schildeinheit kriegen. Denk aber nicht, ich glaube, man kriegt immer die niedrigste T-Einheit. Das heißt, wir würden hier den Bauernpikinier bekommen und genau den wollen wir auch haben. Wir wollen einen Bauernpikinier haben, der wird nämlich von Level 1 dann zu Level 2. Und dann können wir legitim uns hoffentlich einige von diesen Schild-Dudes auf den Wolf besorgen, die uns einen sehr, sehr starken Vorteil geben werden, die wir dann auch massiv buffen werden, damit wir das Early Game, wie gesagt, gut überstehen und hoffentlich danach mit Doomstacks durchrocken können. Ja, das ist eigentlich alles, ne, Evolution, wie gesagt, Schlängner-Junges, Wyvern-Junges sind ganz cool, oder Wyvern-Junges. Wenn wir dann halt auf die Schlängner auch gehen, natürlich, auf die T3 vor allen Dingen, die Einheiten, weil die uns halt auch einen recht guten, ja, eine gute Stärke geben. Evolutionsverzauberung ist ganz cool, ne? Die Erfahrung. Ich habe auch extra Erfahrung für die Kultureinheiten genommen. Unser Bauer würde dann also schon 40% mehr Erfahrung kriegen. Ich habe einen Champion genommen, das sehen wir. Habe ich das schon gesehen? Ich glaube, kommt danach. Champion genommen heißt nochmal 20%. Das heißt, unsere Bauernpikiniere werden 60% mehr Erfahrung aus Kämpfen mitnehmen, was natürlich krass ist. Ja, und wir haben natürlich Entschlüpfen, was auch ziemlich cool ist. Das betrifft ja auch unsere Bauern dann. Da sollten wir eigentlich auch keine Einheiten verlieren. Dann Vitalität, ja, mehr Vitalität ist klar, könnt ihr ja sehr verstehen. Die Heilung ist ganz nett. Und wie gesagt, auch Schlängler gehe ich, die baue ich dann in der Stadt. Generell müssen wir gucken, dass wir viel, wie heißt es nochmal, Einberufung haben, weil wir die Drachen ja auch nur bauen können, nicht beschwören. Das ist hier nicht möglich, deswegen ist das Beschwören von Wyvern-Jungen ja eher so nebensächlich. Wichtiger wäre das Bauen auch zu fördern. Und durch Hürde kriegen wir halt auch nochmal die Einheitenversorgung, also auch für unseren Bauernpikiniere runter und die kriegen Verteidigung Widerstand. Das heißt, wir müssen theoretisch durch die Bauernpikiniere, bis sie aufgelevelt sind, eine sehr starke Einheit haben, die kaum sterben kann oder schwerer sterben kann. Und mit der T2-Einheit dann halt einfach ein Beefy Nachfolger, sage ich mal davon. Und wie gesagt, ein Champion, ne, für die 20% Erfahrung, haben wir noch ein bisschen mehr Gold und so weiter. Und das ist unser Evolver. Zuchtmeister von den Züchtern und der Veränderer. Und das wäre unsere Kultur. Dann gucken wir uns die Kartenbedingungen an. Nichts Spektakuläres. Ich spiele auf 4 Spieler. Ich habe überlegt, 3 zu machen auf 4. Es reicht.
um einfach einen guten Eindruck von dem Spiel zu gewinnen. Damit es nicht zu lang wird, dann ist das auch nicht ganz so zäh. Dann haben wir einfach geringe Bevölkerung, nicht ganz so viele freie Städte. Einen gewaltigen Untergrund, weil wir Lavagraben haben. Das heißt, die beiden Teile sind halt voneinander getrennt. Das heißt, um alle besiegen zu können, müssen wir über diesen Lavagraben hinüberkommen. Da müssen wir durch den Untergrund gehen. Einfach um den Untergrund nochmal eine Chance zu geben. Ich glaube, ich werde es wieder bereuen, aber ganz ehrlich, wen interessiert's, machen wir. Wundersame Vergangenheit, das heißt wie immer, das mache ich immer an. Alte Wunder sind häufiger, weil das macht halt Erkundung ein bisschen spannender. Und Hochland mache ich auch sehr gerne, um ein bisschen strategische Positionierung im Gebiet zu haben und nicht alles ganz so flach zu haben. Ist an sich, ja, kann man auch eigentlich weglassen mit dem Lavagraben. Aber ich bin da eigentlich immer sehr der Fan von. Aber machen wir einfach auch mal weg. Mal ganz vanilleartig die ganze Geschichte, nicht zu übertrieben. Es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie eine spezielle Karte zu showcase. Ich will jetzt auch keine spezielle Herausforderung haben von irgendeiner Siegbedingung. Von daher passt das, glaube ich, so. Ansonsten seht ihr natürlich, hier die Fraktionen sind auf sehr schwer, also brutal gestellt. Wiewohl kein Vorteil für die, da habe ich keinen Bock drauf. Ich finde das blöd, einen Kampfvorteil zu geben tatsächlich. Und, weil die haben ja schon genug Sex. Dann haben wir die schwer und hoch Gefahr, aber kein Expansionssieg, keine Magie, nur militärisch oder Bündnissieg. Mehr will ich nicht sehen tatsächlich. Ja, und da sind wir schon. Wir haben Verjüngung bekommen, drakonische Vitalität, was ganz cool ist, glaube ich, für unseren ersten Punkt. Streben nach Ruhm ist auch ganz in Ordnung für so eine erste Fähigkeit. Ich meine, diese Volkstransformation ist schon mal wirklich cool am Anfang. Ich glaube, die haben wir dann durch alte Weise bekommen. Gehen wir einfach mal aus. Brauchen nur 150 Mana, von daher erstmal nicht so nützlich, wie man vielleicht meinen mag. Dann können wir direkt die Evolutionsverzauberung nehmen und die Schlängeljungen. Ich würde das einmal blocken. Kostet mich zwar 20 Mana, ist aber kein Problem. Und dann fangen wir einfach natürlich klassisch an. Wir haben die Werkstatt natürlich immer als erst, das kennt ihr mittlerweile, brauchen wir auch nicht mehr lange darüber zu reden, glaube ich. Erst sind unsere Einheiten und wir sagen erstmal Goodbye zu unserem Bogenschützen, denn der ist nicht erlaubt. Helden sind natürlich weiterhin Free Gain, also wir können immer so viele Helden nehmen, wie wir kriegen können. Ich werde als zweites Buch dann auf jeden Fall auch Richtung, ja, Ordnung gehen müssen, aber ich will eigentlich noch auf Pyromantie gehen, damit wir noch Feuergeister beschwören können, sodass wir zwei gute evolutionäre Einheiten haben, die uns dann hoffentlich einen guten Start gewährleisten können. Ansonsten erkunde ich jetzt erstmal die ersten Runden. Da ist jetzt nichts großartig Spektakuläres. Ihr kennt das Prinzip. Ich schalte euch dann wieder rein, sobald es da auch Richtung, ja, wichtige Ereignisse kommt. Oder einfach ein paar Runden und gebe euch dann jeweils ein Update. Ja, wir sind eine Runde weiter und wir haben tatsächlich einen Astralrest direkt neben uns. Mit einer brutalen Armee. Plus noch eine Ersatzarmee. Das ist tatsächlich sehr brutal. Dauert auch nicht lang, bis sie aktiviert wird. Boah. Und ja, unsere freie Stadt, das kennen wir auch mittlerweile, brauchen wir nicht lange darüber zu reden, ist unsere Kultur. Relativ langweilig, finde ich nur immer schade, dass man das immer macht, statt dass man hier jetzt mal eine alternative Stadt hinsetzt. Aber da kann man nichts dran machen. Ja, und das ist die erste Flagge und die nächste hier oben. Sieht ziemlich brutal aus und ich weiß auch nicht genau, wie die Map hier einzuschätzen ist. Wir sind in der Ecke, defensiv sollte das sein. Da oben ist ein extrem wichtiges Wunder, was wir mitnehmen sollten. Und das ist schon alles, der Rest ist dann tatsächlich schon Lavameer hier. Uff, das wird hier wieder auf jeden Fall ein Gegner sein. Das wird ein bisschen eng. An zu frühen Konfrontationen führen, müssen wir dann nochmal feststellen. Ja, und den ersten Speer nutze ich auch. Das ist wie beim Basalisierungs-Let's Play. Natürlich benutze ich den, auch wenn er jetzt nicht Evolutionseinheit ist. Das heißt, wir können auch einfach wegmachen. Ist mir eigentlich auch egal. Komm, machen wir weg, damit es wirklich authentisch ist. Dann schicken wir einfach den Pikinier hier runter. Ist auch okay. Wenn übrigens das Englisch steht, liegt es daran, dass ich einen Mod habe, der mehr Events da gibt. Das heißt, man trifft andere Armeen, muss andere Entscheidungen treffen. Das wäre natürlich ziemlich cool. Schade, wäre cool beim normalen Spiel, aber der Phoenix kann sich leider nicht entwickeln. Das habe ich noch nie gehabt, glaube ich, so nah dran. Könnten wir tatsächlich mit unserer Hauptstadt einnehmen. Oh, sehr, sehr schade, ärgert mich ein bisschen. Da hätten wir mit drei Gebieten, wenn wir das eingenommen kriegen, vier, hätten wir Phoenix sehen. Das wäre schon ziemlich cool, aber gut, machen wir nichts dran. Der erste Kampf ist schon mal gut gelaufen. Wir haben gar nichts machen müssen. Ihr seht, wie schnell unsere Pikiniere jetzt einfach mal aufgestiegen sind. Die haben jetzt direkt mal ein Level dazu bekommen. Ich denke, die werden auch relativ schnell. Ah, ne, sind sie nicht. 15 vor 2, dachte ich eigentlich. Also auf der nächsten Stufe. Enttäuschend. Ist aber schon mal wichtig. Erstmal. Ja, toll. Jetzt kriegen wir nicht. Ja, klar. Ist ja ein Käfig, ich Idiot. Wofür habe ich die beschworen? Ja, gut. Hätte ja sein können, dass wir vielleicht eine Spinne bekommen. Die hätten wir nicht behalten können. Hier die natürlich nicht. Die Lichtbringer-Einheit. Eine coole Einheit. Dürfen wir aber nicht behalten nach unseren Regeln. Was ich sagen will, ja, wir gehen natürlich hier auf unseren Fürsten, und zwar der Produktion, weil es, obwohl Wissen wäre vielleicht tatsächlich sogar besser, aber Wissen halt, nee, Produktion,
ist nochmal das Beste. Das heißt, unsere Stadt wird jetzt schon eine sicke Produktion von 81 haben. Mit Wunderarchitekten hätten wir es noch weiter boosten können, würde aber nicht zu unserem Forschungssystem passen. Ich baue schon das Arkan-Institut, damit wir möglichst schnell die Forschung voranbringen können, damit wir unserer Strategie auch Genüge tun können. Und wir brauchen den Wissensvorrat hier vorne. Allerdings sind diese Pflanzen nicht ganz ohne. Und ihr seht auch, die sind schon bei 400 Stärke. Da kommen wir noch nicht ganz mit. Aber unsere Einheiten sind ja technisch gesehen unsterblich. Der Untergrund hat sich übrigens wieder mal als natürlich das reichhaltige Gebiet, was es immer ist, erpuppt. Wir werden aber langfristig uns hier durchbuddeln müssen, um die anderen Leute zu erhalten oder anzugreifen. Und hoffen, dass wir dann da oben irgendwie hochkommen. Hier scheint auch eine Stadt zu sein. Sodass wir da halt den Angriff planen können. Aber die zweite Stadtbau... Momentan eigentlich egal, ich würde einfach hier vorne mich, glaube ich, hinsetzen. Diese Stadt hier ist halt echt problematisch. Die werden wir wahrscheinlich integrieren müssen. Ja, das ist aber immer so ein langer Prozess. Sonst ist hier halt nicht viel. Das macht unsere Hauptstadt eigentlich schon alles. Und da vorne ist schon die Grenze vom Gegner. Wir müssen uns also hier vorne noch irgendwo einen Außenposten hinbauen. Sehr ärgerlich, aber gut. Aber abzusehen bei Lavagraben. Da haben wir schon wieder den Fange getroffen. Na, ich hätte die Dinger einstellen sollen. Da ist natürlich wieder dieser Untergrundtyp. Das heißt, das Gebiet ist wieder extrem klein. Ach. Dass sie das auch nicht fixen können, ist einfach schrecklich. Aber gut, ist halt so. Der ist wahrscheinlich genau hier drüben. Macht schon die zweite Stadt. Relativ schnell. Jetzt bin ich ein bisschen unter Druck. Das heißt, wir müssen hier auch vorangehen. Sonst haben wir gleich hier irgendwas vor der Nase hängen von der tollen KI. Von daher hoffen wir, dass wir diese Stadt dann einnehmen können. Machen wir mal Stärken. Ich musste der eben aber was verweigern, weil die unser Wachstum einschränken wollten. Das können wir uns momentan einfach nicht leisten. Aber wir werden halt gucken, dass wir hier noch eine Stadt hinhauen. Auch wenn die komplett nutzlos sein wird. Weil hier gar nichts drumherum ist. Aber damit wir halt so mit der Stadt zusammen drei Städte haben. Weil mehr Platz werden wir nicht haben. Außer der Untergrund bietet noch irgendwas, was er momentan nicht zu bieten hat. Oder zumindest wirkt es nicht so. Von daher, mal sehen. Wir werden jetzt unsere ersten Schlängler bauen. Die werde ich auch hier produzieren. Wie gesagt, ist eine ganz nette Fernkampfeinheit. Hat auch die Entwicklung. Dadurch ganz cool. Unser Doomstack wird sich noch immer weiterhin hier aufs Banditenlager bewegen. Sollte leicht zu killen sein. Können wir mitnehmen. Müsste auch ohne Probleme gehen. Jawohl. Halt durch die Fähigkeit entschlüpfen werden wir da hoffentlich keine Probleme haben. Von daher sind wir mit Feudalismus natürlich recht gut dabei. Übrigens stimmt, da habe ich auch nichts zu gesagt. Wir haben unseren Evolver zum Nahkämpfer gemacht, damit wir mal eine Abwechslung haben. Ich habe sonst immer Fernkämpfer genutzt. Ich dachte, nehmen wir mal schön mit dem weißen Wolf, den wir jetzt haben. So einen schönen Nahkämpfer. Und haben jetzt hier auch direkt ein Schild bekommen, dass uns das noch ein bisschen deutlich stärker macht. Ziemlich cooles Schild. T3 Schild, sehr mächtig. Passt perfekt hier zu dem, was wir haben. Den Glitzerheiden würde ich natürlich unbedingt gerne mitnehmen wollen. Das heißt, wir setzen hier auch unsere Stadt hin. Dann haben wir einmal eine Goldknoten. Und müssten da eigentlich jetzt eine okay Position haben. Ja, und da hat natürlich schon wieder einen fairen Anspruch, weil er sich halt dran gesetzt hat. Ihr seht halt wirklich, wie winzig diese Karte ist, weil halt Fangi im Untergrund gespawnt ist. Das heißt, die andere Fraktion wird hier aber oben aber auch sehr viel Platz für sich haben. Und diesen Baum zum Beispiel bekommen. Die hier oben müssen wir relativ schnell auslöschen, weil wir wollen diesen Turm haben. Der gibt uns ein super Belagerungsprojekt, was wir unbedingt brauchen. Das würde ganz gut zu uns passen. Hey, die haben noch immer nicht die nächste Stufe erreicht. Bitter, ey. Mit so viel XP dazu. Das ist ja wirklich unangenehm. Kann man eigentlich sehen, wie viel Prozent man kriegt? Nee, ne? Sehr, sehr bitter. Ja, gut. Kann man nichts dran machen. Ja, gucken wir uns mal einen Glitzerhain an. Was der denn so kann. Wie schlimm das Gefecht sein wird. What? 300 zu 800. Gegen was spiele ich denn bitte? Wirklich bla bla bla. Chaos, Witzes, Labyrinth, perfekt für den Hinterhalt. Da, das ist ja... Das ist ein Bronze-Ding. Okay. Dann ist der Glitzerhain erstmal für uns gestorben. Das wird wahrscheinlich wegen der hohen Weltschwierigkeit sein. Ich habe da in letzter Zeit... Ich weiß nicht, ob das irgendwie gepatcht worden ist. Letzter Gefühl, dass das wesentlich schwerer geworden ist. Also wirklich ein bisschen unverhältnismäßig schon schwer geworden ist. Aber das kann auch nur mein Gefühl sein. Bisschen sehr unangenehm. Weil das können wir jetzt noch gar nicht befreien. Mal schauen, was es ist. Wahrscheinlich irgendwie verlorener Zauberer, wenn das hier so ein Mana-Hain, sag ich mal. Okay. Geheimniswissen. Der Sulsitz will schon wieder irgendwas von mir. Der wollte jetzt schon das zweite Mal was haben. Ich kann das nicht bezahlen. Das geht nicht. Oh, Leute, das ist so nervig. Wen haben wir da? Es ist Meshara die Strahlende. Allerdings keine Untergrundperson. Aber die ist natürlich wieder Ordnung. Und ihr wisst, Ordnung ist immer sehr schwer zu knacken. Das wird unsere direkte Konkurrentin sein, die wir relativ schnell umhauen müssen. Auch schon in der 11. Runde haben wir nicht sehr viel Progress. Das ist leider die Natur der Sache. Dafür können wir nächste Runde hier unsere zweite Stadt endlich gründen. Nicht den Glitzerhain einnehmen. Das ist so bitter. Tut mir wirklich weh.
Ich würde gerne Straßenbau eigentlich lernen. Aber das dauert noch ein bisschen. Sonst habe ich hier, habt ihr gesehen, vielleicht Natur, Baum, nutzbringende Integration. Dieser tolle Name, damit wir Städte schneller gründen können, damit wir hier halt einfach schnell raushauen. Ich weiß nicht, ob es sich unbedingt lohnt, das tatsächlich zu machen, aber ich glaube, das passt schon. Ach ja, und wir haben hier unsere zweite Heldin. Unseren zweiten Helden, dann nehmen wir Milrad, die Selbstlose. Da kriegen wir nämlich schön Heilsaft. Eine ganz coole Fähigkeit. Alle angrenzenden Helden 20%, 20 HP und die geht dann im Verteidigungsmodus übrig. Wird unsere Magierin oder Fernkämpferin. Mal schauen, was wir da an Waffen haben später. Momentan hat sie nur diesen Seelenstoß, was ich jetzt nicht so ganz toll finde. Aber damit müssten wir jetzt zumindest ein bisschen Fortschritt machen können. Hoffentlich auch mal diese riesige Armee da oben killen. Aber das bleibt noch abzuwarten. Wir müssen auf jeden Fall hier mal alles clearen. Ein bisschen vernachlässigt, weil ich erstmal erforschen musste, wo wir hinkommen. So, jetzt haben wir die Palette an Beschwörungen und Evolutionseinheiten schon mal durch. Und wir haben auch das erste Buch durch, zum Glück. Länger gedauert, als ich wollte, um ehrlich zu sein. Und ja, wir müssen auf jeden Fall hierauf gehen. Sowas wie Konvent wäre sehr wichtig für uns. Aber wir haben noch nicht so wirklich die Stabilität, als dass sich das lohnen würde. Ich will ja auch, wie gesagt, auf Schildeinheiten-Buffs gehen. Ich denke, dass Pyromantie da noch immer die beste Wahl ist. Dann gehen wir halt trotzdem aufs Chaos, was wir brauchen. Ja, Ordnung wird halt so ein bisschen vernachlässigt. Wir brauchen halt für T4-Buch 6 Ordnung, ne? Wenn ich das richtig sehe. Aber so ein Magma-Geist, der sich halt entwickeln kann und extrem stark dann ist, wenn er T3 wird, ist schon ziemlich gut. Ritual-Scheiterhaufen ist auch ganz nett. Kann man auch mitnehmen und die versengende Waffen wäre für unseren Helden auch gut. Irgendwann, wir gehen da drauf. Ich wüsste jetzt nicht, was wir gerade für einen Vorteil von den Ordnungsgeschichten haben. Außer Legion des Eiferers, wodurch halt unsere Schildeinheiten oder Stangenwaffeneinheiten natürlich mehr Schaden machen. Was ganz cool ist. Ja, aber sonst, ja, und einberufen wäre hier natürlich auch, ne? Das ist eigentlich auch nicht schlecht tatsächlich. Aber ich glaube, ich gehe erstmal darauf, damit wir einfach ein bisschen mehr Variation haben von den Beschwörungen her. Weil das wird halt ein stärkerer Fernkämpfer als die Schlängler sein. Und mit dem Buffs, die wir bereitstellen durch Hürde und so weiter, müssten wir da eigentlich ganz gut mit klarkommen. Ja gut, das ist natürlich bitter. Aber ihr seht hier, durch unser Runenschmied haben wir dafür 0 Runden, weil wir schon ein bisschen Bonus gesammelt haben. Dann haben wir direkt die Verzauberung durch, können unsere Einheiten schon mal buffen, was gar nicht schlecht ist. Und hier können wir den Magma-Geist beschwören. Das ist ja wunderbar. Und wir können unsere Schlängler hier mit dem Ritter-Siegel buffen, das ist ja Standard. Auch das ist jetzt nichts Besonderes. Wir kriegen extrem wenig Mana, das heißt, wir können noch immer nicht diese Transformation setzen. Deswegen sage ich noch immer, der alte Weise, oder wie es heißt, ist halt nicht so cool, weil ihr habt einfach nicht das Mana, manche Zauber auch durchzuführen. Das ist schon ziemlich bitter. Wir müssen uns auch irgendwann über diesen Astralis kümmern, aber ich weiß nicht, wie wir das überhaupt gebacken kriegen sollen momentan. Wir sind halt darauf angewiesen, dass sie sich jetzt langsam mal entwickeln. Wir sind jetzt bei Elite. Das heißt, lange ist es nicht mehr. Und dann haben wir tatsächlich eine recht schlagkräftige Armee, mit der wir auch arbeiten können. Und das wäre natürlich unser Ziel. Sonst bauen wir jetzt erstmal unsere Stadt. Wir haben jetzt unsere zweite Stadt durch. Wir können jetzt dieses Eintreiberlager bauen, was hier schon mal einen guten Bonus bekommt. Wir können Ritualscheiter aufbauen. Das wäre jetzt hier hin. Da könnte man neben noch einen Förster bauen. Dann haben wir schon mal zwei recht mächtige Gebäude, die uns voranbringen sollten. Ja, gehen dann auf den Essigen Bonus können wir aber gleich machen. Ja, Brückental heißt jetzt schon Stufe 2. Wir nehmen natürlich hier direkt ein. Ich weiß, das macht ihn noch aggressiver, aber ganz ehrlich, da werden wir eh nicht drum herum kommen. Da führt kein Weg dran vorbei, als dass wir die aggressiver machen. Das ist nicht anders möglich. Dann nehmen wir hier einfach eine Farm und hauen natürlich unsere Werkstatt raus. Eigentlich hätte ich noch einen Palisadenball nehmen sollen, weil die natürlich jetzt aggressiv sein wird. Ja, ich denke mal, die Hauptstadt wird auch hier oben sein. Da sehen wir eine Farm, also wird sie hier ihre Stadt haben. Wird die zweite sein, die sie hat. Kann ich auch verstehen, dass diesmal nicht wirklich Forward Settling. Das ist schon irgendwo relevant, weil wir haben halt einfach nicht viel Platz hier, ne? Durch diese Geschichte namens Untergrund Spawn, weswegen die Karte dann direkt extrem viel kleiner gemacht wird. Ein ganz lustiges Ereignis. Diese Plagen machen zum Glück nicht in uns das Leben zur Hölle. Also hier unten seht ihr, der Astralis ist bald schon bei uns, sondern hier die Mishara ist einfach mit ihrer Armee in den Goldgolem und diesen Panzerschiff reingelaufen. Also mit einer kleinen Armee. Und hat tatsächlich schon mal ein Stack verloren. Was ganz gut für uns ist, denn die hatte tatsächlich 3 Stacks da schon stehen. Mit nicht wenig Kraft, was natürlich ziemlich gemein für uns wäre auf die Dauer. Von daher ist das so eine Sache. Wir kriegen übrigens, wenn wir Pech haben, echtes Problem hier. Wir müssen konstant hier Gefolgschaftsstreue reinschmeißen, weil wir dringend diese hier als Vasall haben wollen, damit wir sie integrieren können. Und wir müssen sie halt angreifen. Dann müssen wir sie aber so früh angreifen, bevor Mishara da wirklich als Vasallenherren auftritt. Ja, wir müssen eh schon relativ kurzfristig planen, die halt umzuhauen, ne? Und wichtig ist auch, den Straßenbau unbedingt zu bekommen. Wenn er natürlich ein bisschen, ja, wieder unser gesamtes Imperium aufbaut. Das müsste ohne Probleme funktionieren. Jawohl, wir haben ja unser Entschlüpfen. Von daher, ich habe das nicht nur immer vergessen, hier unten diese Mine freizuräumen. Ziemlich dumm. Passiert aber schon mal.
Wir haben T2 freigeschaltet. Wir haben jetzt auch schon eigentlich so richtig die Kerngebiete. Wir brauchen jetzt halt noch einen Forschungsposten. Da haben wir leider hier gar keinen Mana-Knoten drumherum. Das heißt, da hätte ich vielleicht auch mal drauf achten sollen. Weil mit Ritual Scheiterhaufen ist natürlich super, aber ohne jetzt eine Akademie, das ist schon echt bitter. Kein einziger Mana-Knoten. Hier unten ist der erste. Und dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Reichweite. Aber da müssen wir uns auf jeden Fall hier unten hin ausbreiten. Ja, und den auch freihauen. Ne? Da führt kein Weg dann vorbei. Das müssen wir auch mit ihr machen. Damit wir da halt unsere Schildträger rauskriegen. Weil dann müssten wir eigentlich eine Chance gegen Bishara haben. Bleibt aber abzuwarten, ob das wirklich so ist. Vor allem mit diesem blöden Astralis hier. So, den ersten Magma-Geist können wir auch beschwören. Den nehmen wir jetzt mal mit. Damit wir einfach ein bisschen mehr Variation neben mir kriegen. Wie gesagt, T3 wären die schon ziemlich cool. Ach ne, jetzt kommst du ernsthaft nicht dahin, willst du mich veräppeln. Ah. Das ist, weil die kein Reittier hat, ne? Das ist halt, ja, wo die sind alle ziemlich lahm. Vielleicht hätte ich doch Athletik nehmen sollen. Boah, ist natürlich bitter, jetzt noch eine Runde zu warten für sowas, weil ich einfach verplant habe. Ja, aber gut, wir leiden halt zusammen. So ist es halt. Da kann man nichts dran machen. Ansonsten baue ich immer noch Schlängler. Ich versuche natürlich die dritte Armee noch aufzupumpen, damit wir drei Evolutionsarmeen haben und die hoffentlich jetzt vorankriegen. Ich muss halt auf jeden Fall hier, die müssten jetzt nächste Runde eigentlich vorankommen. Das wäre natürlich dann sehr stark. Wollen wir mal gucken, wie der Ruf hier aussieht, ob ich da irgendwas machen kann. Operation ist schon sehr teuer. Was Astral? Ja, ich bräuchte diese Wissensreduktion. Der Rest ist halt ziemlich meh. Vor allem, da wir noch immer nicht genug Mana haben, um unsere Transformation anzugehen. Gut, ich habe natürlich jetzt auch den Magma-Geist beschworen. Versengende Klingen konnte ich auch noch nicht nutzen. Was ich natürlich auch noch unbedingt machen will. Ich glaube, ich muss auf sie warten, oder? Die müssen jetzt upgraded werden, damit Bishara wirklich langfristig oder kurzfristig angreifen können. Die wird ja nicht unbedingt freundlicher werden oder weniger Armee produziert. Ihr seht, sie hat schon wieder zwei Stacks, obwohl sie ein Stack schon verloren hat. Das macht die natürlich mit Freuden auf brutal, das ist ja ganz klar. Nein, alle töten. Obwohl, das war ganz cool. Ich glaube, da gab es Produktion, aber ich brauche die Erfahrung. Die sind noch immer nicht aufgestiegen. Schmerzhaft. Schmerzhaft. Ja, komm schon. Jetzt aber. Nein, noch immer nicht. Wie wenig XP haben die da bitte für bekommen? Okay, das dauert länger, als ich dachte. Ich werde langsam ein bisschen nervös. Aber wir brauchen jetzt dringend mal bessere Einheiten. Denn die, ne, wie gesagt, Bishara schläft. Ihr seht, wie schnell die sich ausbaut. Die mag nicht unbedingt, dass wir hier sitzen. Das ist nicht ihr größter Traum. Die Palisadenwand haben wir schon mal durch. Den Palisadenball können wir jetzt bauen. Die Bibliothek haben wir durch, das war's. Und ich baue hier noch ein paar Pikiniere. Einfach, damit wir noch ein bisschen auf die dritte Armee stacken können. Damit wir einfach wirklich sicher sein können, dass wir zumindest eine Chance haben. Das Problem ist halt noch immer dieser Astralis. Der wird ja jetzt auch gleich einen Überfalltrupp bringen. Ich meine, gut für die XP, ne, wenn man entwickeln will, aber nicht gerade einfach. Weil das natürlich sehr schwere Kämpfe sind. Och nö, Fangi hat sich tatsächlich Ausgrabung benutzt und hat sich hier im Weg geschlängelt. Oh ne, jetzt kann er uns von da unten auch noch angreifen. Ah, es kann natürlich ärgerlich sein, wenn der uns auch noch in die Zange nimmt, weil wir dann nachher mit dem Schar kämpfen, dann haben wir ein echtes Problem tatsächlich. Da müssen wir gut drauf aufpassen. Das könnte uns tatsächlich zum Verhängnis werden. Ansonsten haben wir jetzt erstmal nur noch Kampfmöglichkeiten Astralriffs. Und das ist halt... Ja, oder halt oben dieses alte Wunder, was irgendwie oft viel zu stark ist. Wir hier natürlich nochmal Straßen bauen wollen, damit wir einfach hier mal schneller durchgehen können. Ja, komm, mach hin. So. Dann können wir nämlich hoffentlich hier unten noch einen Kampf kriegen, wo wir endlich unsere Pikniere upgraden. Das ist unbedingt wichtig. Jetzt war das natürlich der einzige unbewachte Pickup hier im gesamten Gebiet, ey. Oh, Spiel. Und wir werden jetzt gleich ordentlich begrüßt von so einem schönen Supermagier. 980er Armee. Willst du mich veräppeln? Oh mein Gott, ey. Das ist brutal. Aber er greift momentan gerade noch den, die Vasallenstadt an, oder die freie Stadt an. Also noch alles okay. Unser Held ist jetzt ein bisschen sehr verloren. Jetzt müssen wir uns also mit der da oben bewegen und hoffen, dass wir hier die Armee wenigstens klatschen können. Dann endlich. Endlich dahin kommen, wo wir wollen. Wir erforschen mal die versengenden Klingen. Ein bisschen mehr Damage auf unsere Einheiten zu bekommen. Ja, und hier können wir... Nehmen wir die Gutshalle, ne? Bisschen mehr Wachstum, warum nicht? Und ihr könnt euch schon mal nach oben bewegen. Vielleicht Straßen bauen. Noch zwei Einheiten brauchen wir. Ich würde sagen, danach nochmal ein Geist. Zwei Geister sogar. Damit wir ein bisschen mehr Fernkampf haben. Bis wir die upgraded haben, dauert eh noch lang. Ich hoffe, dass sie noch braucht, bis sie hier beschäftigt, bis sie wirklich von diesen Dingern fertig ist. Oh, okay. Die haben sie jetzt schon mal selber gekillt. Was natürlich nicht unser Ziel ist. Aber wir haben schon mal das nächste Kapitel. Das heißt, wir können jetzt T2 Bücher nehmen. Wir müssen jetzt so oder so auf
hier die gehen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, dass ich keinen Schwachsinn laber. Das heißt, wir gucken auf 3. Wir brauchen ja das Buch der Drachen natürlich. Ne? Das ist ja auch ein T3-Buch. Wenn ich es denn finden sollte, da. Brauchen wir, genau, haben wir. Wir brauchen einfach 3 Chaos, das reicht. Oder wir müssen ja insgesamt 3 haben. Das heißt, wir haben sogar viel zu viel. Das heißt, wir müssen jetzt zuerst mal leider, obwohl ich hier Aspekt der Wurzel ziemlich gut finde mit Stangenwaffen und Schildwaffen, müssen wir erstmal auf die Ordnungsbücher gehen. Und da natürlich einfach das nehmen, was uns, na gut, irgendwas bringt. Ah, schwierig. Ja, das ist ganz cool. Das Tribunal, 10th Eintreiber passt auch ganz gut zu unserer Geschichte mit dem Parmen. Ist trotzdem natürlich schon sehr schwach, aber wir müssen dahin. Könnten natürlich sonst nachher auf die T3-Bücher gehen. Müssen wir aber trotzdem 1 auf jeden Fall genommen haben. Würde ich auch machen. Mal der Hüter ist extrem stark. Das hier brauchen wir nicht unbedingt. Einschüchternde Aura ist cool. Aber das heißt, wir nehmen Buch der Zuflucht. Aber wir brauchen ja trotzdem noch 1. Das heißt, wir müssten dann im Level 4 eine Fähigkeit nehmen, die uns halt den letzten Punkt gibt. Das ist natürlich auch möglich. Konstrukt würde uns ja auch 1 geben, aber ist halt nicht unser Ding. Dürfen wir ja gar nicht beschwören. Verbundene Geister bringt uns halt auch nicht so viel. Deswegen würden wir dann tatsächlich hier auf Inquisition gehen, wegen 10th Eintreiber und Tribunal. Mal des Inquisitors für unsere schlängende Einheiten ist auch okay. Nicht genial, aber manchmal muss man halt in den sauren Apfel beißen, damit man die Strategie auch ausleben kann. Es ist natürlich auch nicht mal das Tribunal als erstes da. Gut, machen wir nichts. Können jetzt aber wenigstens auch Pikiniere mal ein bisschen fördern und auch unsere Schlängler tatsächlich. Die werden ja auch von den Klingen gebufft und können noch einen Magma-Geist holen, sodass wir ein bisschen ausgewogenere Armeen haben. Und ansonsten sitzt unser Held hier wirklich sonst wo. Das ist ziemlich nervig. Das ist ziemlich ärgerlich. Ganz hier mal Straßen. Wir brauchen wirklich viel Straßen, damit unsere Hauptarmee hier schneller langkommt. Oh, ich habe sehr ineffizient, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Gefällt mir gar nicht gut. Ja, ich meine, wir könnten das natürlich jetzt momentan nehmen. Wir haben so viel T1-Einheiten, aber nee, wir nehmen mehr Farm. Wir wollen mehr Nahrung, mehr Wachstum. Das nehme ich diesmal tatsächlich mal mit. Ja, da kommen noch 2 Einheiten plus der Held, der jetzt gleich noch kommen wird. Bei den Helden gehen sie übrigens hier zurück, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, dass man dem Anführer plus einen Helden im Stack haben kann. Finde ich eine gute Idee, dass man sagt, okay, wir hassen den Debuff noch, aber wir machen es nicht ganz so drastisch, wie es jetzt tatsächlich war. So, jetzt hätten wir einen entscheidenden Kampf, um unsere Leute aufzuleveln. Allerdings verlieren wir 2 Einheiten. Das heißt, wir werden uns jetzt mal in den ersten Kampf begeben, damit wir auch mal ein bisschen Kampf gesehen haben in der ersten Stunde. Und hoffentlich keine Verluste erleiden. Auch wenn das natürlich mit den Einheiten, die wir haben, schon eine Herausforderung sein wird. Aber ich, ihr wisst ja, wie sehr ich das hasse, dass man immer so weit weg voneinander spawnt. Das ist doch wirklich eine mühselige Arbeit. Warum tut es das Spiel? Das verstehe ich nicht. Okay, wir können aber zumindest heilen. Das ist ganz gut. Das heißt, diese Einheit wird nicht auf niedriger HP bleiben müssen. Sonst hoffen wir einfach, dass wir mit unserer Entschlüpfenfähigkeit und so weiter da relativ gut durchkommen. Wir können die Einheit auch schön zum Brennen bringen, hoffen. Ne, ging nicht. Leider nicht, aber gut. Passt schon, hoffe ich. Sonst können wir noch gleich noch eine Heilungsfähigkeit benutzen. Wegen schon mal unser Fernkämpfer soweit in Position. Und bauen hier so eine schöne Doppelreihe. Nicht Doppelreihe, sondern so eine flankieroffene Reihe auf. Ja, sie haben auch keinen Bock, auf jeden Fall unseren Typ da am Leben zu lassen. Versuchen da alles. Aber da hat das unterschätzt, denn unser Pikiniere, habt ihr auch hoffentlich schon mal gesehen jetzt. Haben nämlich tatsächlich. Oh ne, 2 Rüstung. Sollte er nicht mehr haben durch unser. Ach, nee, ist ja gar nicht unser Hauptheld. Shit. Die hat noch gar keine hier Hirtenfähigkeit, stimmt. Ah, ich war ein bisschen zu gierig. Ich dachte, legst schon mal in die Zweitarmee. Wir haben ja da jetzt schon genug gelevelt. Das geht ja jetzt flott. Ja, war ein großer Fehler, muss ich ganz offen sagen. Ja, war nicht so intelligent. Aber wir können natürlich jetzt zum Beispiel hier die Einheit auch immer gut heilen. Ich kriege auch wieder Auferstehung und kann jetzt mal 50 Schaden bei dieser blöden Kavallerie machen. Das ist halt der Vorteil, wenn man diese Fähigkeiten benutzt. Sonst würden wir einfach jetzt hier rumspringen natürlich einmal und diese Fernkämpfer in den Nahkampf bringen, damit die schon mal keine Chance mehr haben, uns Damage zu machen. Ansonsten einfach hier poken bis zur Unkenntlichkeit. Kennt das Spielchen. Sollte eigentlich okay sein. Ich müsste eigentlich aber auch den Ritter noch killen. Aber hier kann man ja irgendwie ein bisschen bessere Chancen haben zu treffen. Nope. Okay, was ist mit dir los? Warum kannst du nicht treffen? Ja, dann hau halt so zu. Ja, er kann. Ah, ist schwierig. Wir kommen halt hier nicht von diesem Ding weg, ne? Und hier kommen wir auch nicht weiter. Killen wir erstmal den. Auch wenn dieser blöde Ritter das Problem ist, nichts anderes. Gucken, was jetzt noch kommt.
Okay, das ist okay. Alles in Ordnung. Es ist halt die klassische Schockeinheit-Sache, ne? Im Nahkampf sind sie halt nicht mehr nützlich, wenn die einmal drin sind. Also komplett egal eigentlich. Das ist schon in Ordnung. Das ist also jetzt schon gewonnen eigentlich. Brauche ich euch schon gar nicht mehr zu zeigen im Prinzip. Machen wir trotzdem noch weiter hier. Hauen einmal kurz hier überall drauf. Zerschlitzen die. Keine Ahnung, wie man da jetzt eine Einheit verlieren konnte. Aber das ist halt manchmal so bei der KI. Die kriegt das nicht so gelevelt. Oder ist ja manchmal auch gut, dass man selber kämpfen soll. Achso, das ist ein Berserker. Oh ja, tatsächlich. Ach, das ist ein Berserker. Hab ich noch gar nicht gemerkt. Das waren jetzt die drei Einheiten. Das ist, was ich meine, ne? Mit diesen Schockeinheiten. Die sind halt schon ziemlich cool. Aber sind wir mal ehrlich. Wenn die einmal in dem Nahkampf sind und nicht irgendwie speziell gebufft werden oder so, bringen sie halt nicht mehr so viel, ne? Wie man sich vielleicht wünschen würde. Ich denke dann auch, das ist kein Problem. Wenn er jetzt sterben würde, er hat ja noch Entschlüpfen, also alles geplant. Sag ich jetzt einfach mal, alles geplant war, ne? Und dann räumen wir das Feld auf und haben den ersten Kampf locker gewonnen. Ihr seht, das ist schon ganz cool. Die Einheit ist durch die Buffs natürlich ganz stark. Und jetzt müssten sie auch alle zu T2 werden. Boom. Und ihr seht's, auf einmal haben wir ja flammende Reiter der Zerstörung. 93 HP, 7 Rüstung, 4 Widerstand, schwächendes Geheul, Nahkampfangriff mit 14 Schaden durch Feuerklingen, schweren Schild. Super. Das heißt, jetzt haben wir ein massives Upgrade erlangt. Das ist natürlich eine super, super Sache. Müssen wir natürlich mit allen diese Einheiten nochmal wiederholen, was nicht so einfach ist, vor allem da unser Held irgendwo komplett verloren ist. Ja, wir können jetzt Hürde gehen. Brauchen wir jetzt für das Stack jetzt ja gar nicht mehr, aber ich würde sie jetzt halt einfach dann von dem Stack das hier bewegen. Ich wollte schon nur die Helde bewegen, aber okay, dann eben nicht. Wenn wir das nachher tun, damit wir dann hier die Evolution weiter voranbringen können, die stark genug sind, das auch zu leisten. Jetzt müssen wir hier gucken, dass wir weiter ausbauen. Unser Loyalitäts-Sulsitz, also unser Vasall, soll natürlich auch für uns nachher arbeiten. Momentan klaut er uns einfach nur Gebiete, was nicht unbedingt lecker ist. Wir müssen natürlich korrigieren, unsere Reiter auf Level 2, also unsere Schildträger, werden nicht Entschlüpfen haben, wie ich erzählt habe. Das ist natürlich komplett Schwachsinn. Denn nur Einheiten, die sich noch entwickeln können, werden die Entschlüpfenfähigkeit haben. Das bedeutet, wir haben leider nicht den Vorteil, hier die entschlüpften Einheiten zu haben. Da habe ich mich ein bisschen zu sehr reingesteigert. Trotzdem sollten die uns natürlich schon einen massiven Vorteil bringen. Einfach schon wegen der Fähigkeiten und den gebufften Stats, die wir haben, sollten die uns hoffentlich relativ gut noch bewahren können oder sogar hier Bishar killen können. Solange wir halt dann auch irgendwann zu den Drachen kommen, was natürlich schon einige Zeit dauert. Dann haben wir das Vasallentum tatsächlich hier jetzt bei Sulsitz erlangt. Das heißt, wir kriegen schon mal die magische Ressource. Da habe ich auch übrigens immer Mod an dran, nur falls euch wundert, warum das Englisch ist, da ist halt der Effekt ein bisschen höher. Wir haben jetzt 30 Weltkarten-Zauberpunkte. Ich glaube, vorher sind es 15 oder sowas. Also jeweils immer ein bisschen gebufft. Gerade hier Wassererkenntnis ist immer genial, auch im Originalspiel. Ich glaube, hier im Originalspiel sind es minus 10%. Hier sind es das minus 20%. Das wäre natürlich super für uns, haben wir aber leider nirgendwo. Generell, magisches Material ist ja halt hier, wenn ihr mal guckt, nirgendwo. Die Map ist leider schon sehr, sehr klein. Kann man nur nochmal betonen. Auch jetzt noch ein paar Stufen, dann können wir sie auch tatsächlich dann integrieren. Ich glaube, das kann man ja erst ab hier, wie schon selber nicht mehr genau. Ich glaube, er ist am festen, ne? Also letzte. Ja. Und das wäre natürlich unser Ziel, damit wir diese Stadt haben, weil mehr Platz haben wir hier nicht. Wir können sie auch einfach da lassen und gucken, ob wir hier oben die Stadt einnehmen. Das wäre natürlich auch eine Option. Also ist es nicht. Ansonsten machen wir jetzt hier oben das Quest. Und da muss ich selber kämpfen. Auf keinen Fall, denke ich mal. Und das ist ja die Quest kennt ihr ja auch alle, ne? Irgend so ein Tier wurde gekillt. Das ist ja immer derselbe Mist. Also brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ich würde hier tatsächlich dieses Mount nehmen. Auch wenn wir noch immer keine Waffe haben als Alternative. Aber es wäre halt schon hilfreich, wenn wir da dieses Spinnenmount danach haben, wenn wir sie als richtige Magierin oder Fernkämpferin etabliert haben. Momentan gehen wir wie immer auf die ganzen Buffs für unser Stack. Das ist ja einfach ein Muss, da führt kein Weg dran vorbei. So, dann gucken wir mal, was uns denn dieses Ding hier bietet. Das kann natürlich jetzt ziemlich brutal werden. Wir haben keinen Mana, um da irgendwas zu verringern. Wir haben diese Gegner und gucken, was rauskommt. Der Verteidiger, einer wird sterben und der Magmageist ist mir relativ egal. Das ist jetzt nicht das Problem. Würde ich so annehmen, weil ich glaube, wir würden sonst einen Helden verlieren. Von daher wäre schön, so einen Kampf zu sehen, aber ich kann gegen den Magier nicht besser vorgehen mit nur Nahkampfeinheiten oder nicht so krassen, gebufften Einheiten. Ich bin ein bisschen übertrieben für ein Bronzewunder, halt so viel gegnerische Einheiten zu haben, aber gut, so ist es halt. Wir werden auf jeden Fall das Wissen nehmen, denn wir brauchen definitiv mehr Forschung. Wir müssen einmal jetzt ein Elementar noch neu beschwören. Und das ist schon wieder gesamt. Ah, wir haben ja Mana jetzt bekommen, jetzt können wir wenigstens mal unsere Einheit ein bisschen buffen, was ganz cool ist.
Und werden nochmal ein Bikini nachbauen. Kann man eigentlich auch hier machen. Die dauert ja nicht so lange, sind nur Tier-1-Einheiten. Von daher, das ist schon mal ein ganz guter Vorteil. Dann müssen wir jetzt drei Armeen haben. Naja, keine sehr starken. Und hier dann denken, egal was es ist, wir müssen heilige Vergeltung nehmen. Wir brauchen den sechsten Punkt, also 4 plus 2, damit wir nachher auch unser Ziel erreichen können. Ich würde jetzt sogar tatsächlich erfahrene Anführer nehmen. Das ist so eine Fähigkeit, die würde ich nie nehmen. Aber eben durch den Fall, dass wir hier natürlich unsere Einheiten entwickeln wollen, ist das ein absolutes Muss. Ich würde sagen, das hier stecken wir dann da rein. Plus den anderen Magma-Geist, den würde ich auch auf T3 gerne haben. Und dann kommen die beiden da rein und das kommt da rein. So, und dann kommt der Rest, ergänzt wieder die dritte Armee. Die Armeen sind natürlich absolut nicht stark. Und da guckt sich an, 400 so rum. Ich meine, sie ist jetzt momentan auch hier sehr beschäftigt mit dem Kampf gegen die Viecher. Von daher ist sie jetzt auch nicht stark. Das ist unsere, sag ich mal, einzige Hoffnung, dass wir da irgendwie einen Vorteil bekommen. Ja, gucken wir uns das Ergebnis an. Ich werde ein Auto-Resolve einigermaßen Gutes natürlich mitnehmen. Aber boah, ich denke mal, wir werden die ganzen Verteidiger verlieren. Die brauchen wir halt unbedingt. Und ich weiß halt nicht, wie ich da besser kämpfen soll, ehrlich gesagt. Das oh mein Gott, wie gut ist das denn? Und Leute, deswegen sage ich euch, nehmt ruhig Kämpfe an, die im Auto-Resolve gewonnen werden. Weil das ist hier optimal. Ich hätte es niemals hinbekommen gegen zwei, gegen einen Magier. Ja gut, andererseits, ich meine, die kann man gut zurückhalten. Aber hier, die sind halt auch hier krass unterschätzt. Kosmische Blitze sind brutal. Und das hätten wir nie so geschafft. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann kommen wir auch ein bisschen näher, endlich wieder ein paar Leute zu entwickeln. Denn Champion brauchen wir immer. Das sollten wir also hinkriegen. Und er gibt ja jetzt immer XP dazu. Ich mache das jetzt auch bei ihr tatsächlich. Dass wir da die Erfahrung jede Runde geben. Jetzt kriegen wir hoffentlich einen guten Gegenstand. Denn das könnte man dringend gebrauchen. Es ist ein Blitzschwert. Ja, ja, ist okay. Also für unseren Haupthelden cool. Lebender Beschützer für unseren Haupthelden wieder. Aber ich hätte mir ehrlich gesagt was gewünscht, wo wir ein bisschen die anderen mal ausrüsten. Aber gut, da wird unser Hauptheld natürlich immer, immer stärker. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt nehmen oder beleben, dann schütze ich mir. 15 HP ist schon ziemlich gut. Aber ich glaube, der ist auch so tanky genug. Dann haben wir irgendwie so ein random Ding bekommen, was uns jetzt nicht wirklich was bringt. Also nicht wirklich zu nehmen. Wir müssen natürlich wie immer zu Ausdauertraining, ist klar. Ich meine, Ansporn zum Handeln genauso. So ein bisschen schade manchmal. Da gibt es auch einen coolen Mod, den habe ich aber jetzt nicht benutzt, um euch nicht zu sehr zu verwirren. Wo man halt tatsächlich Klassen so erstellen kann. Also das ist viel, viel besser. Weil dann könnt ihr über die Klassen halt gehen und habt da auch viel mehr Boni. Wodurch ihr nicht sagen müsst, ich muss meine Armee hier immer komplett pushen. Von daher, das kann ich nur empfehlen, wenn ihr da mal was anderes spielen wollt. Aber wir werden hier natürlich auf unsere Buff-Sachen gehen müssen. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Eigentlich will ich ihn ja zum richtigen Tank machen. Aber Ausdauer muss auf jeden Fall sein. Selbst wenn ich sage, Ansporn fürs Handeln oder zum Handeln lasse ich weg. Selbst dann muss ich hier auf die Sachen wie Ausdauertraining gehen. 10 HP sind halt so massiv stark. Wir nehmen auch nochmal erfahrene Anführer, damit wir hier wirklich die Entwicklungen durchkriegen. Das heißt aber auch, ihr beide müsstet euch mal verpieseln. Und ich nehme mal die Schlängler. Ich brauche ein bisschen mit Fernkampf. Ihr könnt dann dahin gehen. So. Ja, und das haben wir tatsächlich geschafft. Ein bisschen antiklimaktisch, aber tatsächlich gar nicht schlecht, weil damit können wir nämlich hier einen Vorteil gewinnen und einigermaßen ja ohne Verluste oder ganz ohne Verluste rausgehen. Weil jede entwickelte Einheit müsste dann denken, da wir keine anderen Einheiten bauen können, außer unentwickelte, zählt natürlich dann auch als starker, schwerer Verlust. Von daher, da sollte man immer dran denken. Dass man da auch jeden Sieg, auch wenn er noch so unwahrscheinlich wirkt, zumindest für mich, mitnimmt. Das ist gar keine Schande. Das ist vor allem auf der Schwierigkeitsstufe keine Schande. Oh, jetzt habe ich das neutrale Gebiet gestellt. Ach, war aber auch keine Heilung. Alles, alles gut. Das kriegen wir so hin. Dann haben wir das Tribunal durch. Das bauen wir jetzt auch gleich in allen Städten rein. Wir würden jetzt einfach hier verzauberte Krähenbegleiter nehmen, einfach nur, um da voranzukommen. Und danach geht es dann zum Tribunal. Ja, wir haben noch nicht das Buch mit dem, werden wir auch nicht holen, glaube ich. Mit dem, wie heißt er jetzt schon wieder? Das habe ich den Namen wieder vergessen. Hier, wenn wir einmal auf Ordnung gehen. Das war das Konvent, ne? Genau, Konvent. Haben wir jetzt nicht. Das wäre natürlich ziemlich gut, ne? So auch 20 Forschung mal zu. Würde auch die Abtei geben, die sehr gut ist. Aber ich weiß nicht, ob da noch Platz in unserer ja, Idee ist, weiterzugehen. Weiß ich noch nicht genau. Sonst können wir jetzt mit ein bisschen Mana, haben wir jetzt ja bekommen, auch mal hier nochmal Buffs zu nehmen. Unsere, Schlängler sind das eigentlich nur leider Waffen. Aber gut, jeder Buff hilft uns natürlich, einen gewissen Vorteil zu kriegen gegen eben die brutale KI, die wir hier vor uns haben und die auch keinen Bock hat, so richtig friedlich zu sein. Denn sie dringt schon in das feindliche oder das freundliche Gebiet von uns ein und will die schon ein bisschen nerven. Wäre nicht schlecht, wenn ihr uns tatsächlich hier den Krieg erklärt und wir dann insgesamt mit unserer KI hier drauf gehen könnten, weil dann hätten wir einen riesen Vorteil. Übrigens, ganz coole... ganz coolen Stadtstaat hier oder freie Stadt hier. Wir können euch Steingeister theoretisch beschwören. Finde ich ganz cool, dass wir da halt so eine Variation haben.
Weil Steingeister wären sehr stark. Ist jetzt in unserem Challenge hier natürlich sinnlos, aber wäre trotzdem gut. Können wir Tier-2-Bücher aussuchen. Ja, wir müssen noch einmal, wie gesagt, leider können wir nicht auf die T1-Buch gehen. Wir haben hier nur das hier, das war nicht das Problem, also wollen wir uns auch nicht nehmen. Wir können jetzt eigentlich was aussuchen, wo wir wirklich unsere Einheiten buffen. Aspekt der Wucht ist halt sehr cool, weil wir einfach 30 HP heilen können, was so Schildeinheiten wirklich stark machen kann. Blatthaut ist okay, gibt nochmal mehr Widerstand, ist auch in Ordnung. Ansonsten muss ich jetzt mal durchgucken. Und man sieht, ich bin auch mit der Zeit nicht mehr ganz mitgegangen, denn wir können ja tatsächlich einfach nur 3 von 4 Büchern freischalten. Wir müssen ja gar nicht mehr T1 oder T2, also jetzt T2 Bücher 2 freischalten. Von daher sind wir tatsächlich doch in der Lage, wenn wir wollen, nochmal auf dieses T1 runter zu gehen. Wobei natürlich Aspekt der Wurzel schon ziemlich, ziemlich gut wäre. Wir könnten aber hier gucken, was könnten wir noch gebrauchen, um einfach unsere Einheiten zu buffen. Boost der Wurzel halt wegen Verderbnisklingen. Aber ich würde dann vor allen Dingen auch gucken auf so eine Verbesserung, die uns halt noch Forschung, also einen Forschungsposten gibt, weil wir viel zu wenig Zeug haben. Also viel zu wenig Mana-Knoten. Ja, Kryomantie ist halt, also wird es wahrscheinlich Alchemistenlabor sein, wäre die eine Sache. Was ziemlich gut ist mit Materialraffinerie, können wir nämlich hier auch nochmal Wissen bekommen. Wir haben ja von allen jetzt genug eigentlich, um unseren Plan durchzuführen. Das ist nicht das Problem. Auf 3 würden wir ja, wie gesagt, hier Buch der Zuflucht nehmen, weil einfach Males Hythos sehr gut für unsere Einheit ist. Gesalbtes Volk ist ganz cool. Ist nicht super cool, aber ich glaube gerade gegen Mishara nicht schlecht. Von daher können wir das nehmen. Und Alchemie hat halt tatsächlich ein gutes Rundum-Paket, wenn es jetzt darum geht, einfach unsere Forschung voranzubringen. Da hätte ich tatsächlich, wenn ich das nur mal im Kopf gehabt hätte, dass man ja natürlich jetzt auch T1 Bücher erforschen kann, um T3 freizuschalten, hätte ich da wahrscheinlich, wäre ich da wahrscheinlich eher drauf gegangen. Und sonst können wir halt Konvent nehmen und die Abtei, weil wir halt angrenzende Farmen auch immer sehr viel haben. Das wäre aber weniger, glaube ich, als bei Alchemie. Da hätten wir, ja gut, da haben wir auch noch 2. Dann brauchen wir T3 Buch nicht unbedingt. Ja gut, wir wollen Drache auch als erstes. Das ist schwierig. Hier kriegen wir, glaube ich, einfach mehr Wissen natürlich raus. Wobei wir hier, wenn wir es halt geschickt machen, nee, da müssen wir eigentlich mehr Wissen rauskriegen. Wobei Material, ja gut, wir kriegen ja jetzt schon 5 automatisch. Ich nehme Alchemie mal. Da haben wir das auch nochmal gesehen. Kriegen auch noch ein bisschen Natur dazu und Materium, was gar nicht schlecht ist. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Forschungsdrang auch her. Ja, cool. Jetzt haben wir natürlich das Schlechteste nur. Also eine Unterstützungseinheit werden wir niemals bekommen. Wir nehmen jetzt trotzdem das erste Mal, weil es einfach die reduzierte Fähigkeit ist durch die alte Weise. Das ist ja, was ich meinte bei alte Weise. Ist halt nicht so cool, ne? In Ordnung, aber wenn ihr halt die falsche Fähigkeit wie jetzt hier freigeschaltet bekommt, bringt es halt gar nichts. Ne? Und dann würden wir hier tatsächlich nicht die Farm bauen, sondern das Alchemistenlabor und setzen das schön hier rein. Lecker, lecker. Wir sind natürlich jetzt wenig mit Steinbrüchen unterwegs, aber guckt euch an, was wir dann bekommen. 10 Wissen pro nochmal 3 Provinzverbesserungen, also 19 Wissen. Das ist schon richtig, richtig saftig. Das brauchen wir auf jeden Fall. Dann können wir danach auch die Akademie bauen, was halt genau das ist, was wir wollen. Das heißt, hier setzen wir dann nach der Akademie auch schon mal direkt das Alchemistenlabor, nicht Abtei, an. Und das können wir eigentlich irgendwo hinhängen, wo wir wollen. Wichtig ist halt natürlich, wir müssen mit dem Albtreiberlager darauf achten, dass wir da natürlich was verlieren. 10. Eintreiber verlieren wir auch was. Ach, können wir überall verlieren wir was. Ja, hier könnten wir am wenigsten verlieren. Haben allerdings nur 2 nebenan, also nur 16 Forschung. Ist trotzdem okay, denke ich mal. Besser als jetzt zu viel Forschung zu verlieren. Machen wir das, dann haben wir nicht nochmal 10 durch, die 20 sogar durch die Akademie, ne? Nee, nicht. Das kommt jetzt bei der Gelehrtengilde. Da kriegen wir dann 10 pro Forschungsposten. Das heißt nochmal 20 dazu. Und wir können auch hier übrigens nochmal neu anschließen. Vielleicht hätte ich da nochmal. Kann ich da nochmal überlegen. So, ich habe das jetzt nochmal umgelegt. Also bauen wir das Alchemistenlabor auf die Stelle. Dauert natürlich mal ein paar Runden. Ich ärgere mich jetzt echt, dass wir da nicht irgendwie vorher dran gegangen sind. Weil das wäre jetzt strategisch besser gewesen für die Forschung halt einfach. Da hätten wir durchaus mehr Profit draus gewinnen können. Aber gut, ist jetzt erstmal passiert. Problem ist halt wirklich, wir sind jetzt 33. Runde. Und wir haben halt so wenig Gebiet. Wir haben halt so wenig Möglichkeiten. Also hier ist ja direkt der Zwerg. Guckt sich das an. Das ist alles, was wir haben erstmal. Ich meine, wir können hier oben nochmal freischalten. Ob das dann Sinn ergibt, weiß ich nicht. Vielleicht machen wir tatsächlich mal Erdabtragung. Und dann schaue ich mal, ob ich vielleicht irgendeine Einheit darunter bringe. Irgendein Pikinier. Oder ein Geist. Ja, mal schaut, was da unten so abgeht. Ansonsten hauen wir weiter unsere Schlängner mit den ganzen Buffs voll, die wir haben. Wir brauchen natürlich unbedingt Schildeinheiten-Buffs. Ne? Das ist auf jeden Fall indiskutabel. Aber wir werden erstmal, ich glaube, die sind sogar schneller. Ne? Haben die nicht 40? Ja, genau. Dann nehmen wir nämlich die Schlängner hier als Speer erstmal.
Guck mal, was da unten so abgeht. Weil sie ist ja halt, ich meine, warum steht sie in diesem Gebiet herum? Das wird ja nur etwas Aggressives sein. Und sie hat natürlich deutlich stärkere Armeen als wir. Allerdings müsste ich jetzt durch die Erfahrung, seht, die sind auch bald so rein, müsste ich das jetzt relativ zügig hinbekommen. 15 brauche ich für die XP. Also 8 Runden, dann sind die auf jeden Fall durch. Das kann ich schon mal sagen. Aber sonst können wir auch erstmal nichts machen oder ihr halt den Krieg erklären. Und ihr seht es halt, hier oben ist noch ein Stack. Und ich weiß nicht, ob ich die Tools habe, um diese Stacks hier zu brechen. Die sind nicht gut, das ist schon richtig so, aber unsere halt auch nicht. Ne? Das ist halt nichts Besonderes. Wenn ich jetzt sagen wüsste, dass die upgraded sind, ich sage, ja, können wir draufhauen. 3 Helden haben wir auch. Also es sieht sehr, sehr ähnlich aus. Haben wir jetzt nicht irgendwas an Key-Fähigkeiten in meinen Augen, das uns da jetzt hervorhebt und einen besonderen Vorteil gibt. Ne? Also wir haben ja auch nichts Besonderes. Ja, Verjüngung ist natürlich cool auf unsere Einheiten. Ich glaube, sie wird uns eh gleich einen Krieg erklären. Ich bin da schon ganz ehrlich. Von daher gucken wir einfach mal, was da passiert. Ja, komm, Leute. Wir probieren es einfach mal aus. Schauen uns die ganze Geschichte mal an. Kann natürlich wirklich in die Hose gehen. Ja, bla bla bla. Ich möchte bitte erstmal meine Armee dahin bewegen. Habe mich natürlich ein bisschen verklickt. Passt aber. Was sagt er? Also, wir haben 2000 gegen 2039. Extrem viel Pikiniere. Das ist sehr unangenehm mit unserer Kavallerie. Was sagt das Outresolve? Oh, wow. Okay, krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Killt natürlich sehr viel unserer gerade Key-Einheiten. Haben wir auch wieder Evolution dazu. Ich glaube, das können wir so nehmen und wird oben dann im nächsten Kampf kämpfen. Und dann müssen wir halt jetzt nochmal ordentlich nachpumpen. Aber wir haben jetzt natürlich ein paar Upgrades wieder. Wir haben jetzt einen Level 3 Magma-Geist, was natürlich genial ist. Und wir haben, glaube ich, noch irgendwas upgraded gehabt, oder? Schlängner. Also hier die Armee ist jetzt wirklich gut dabei. Würden wir natürlich auch direkt mal ein bisschen was austauschen. Die ist ja die mit den... Ne, sie hat noch den Trade. Das heißt... Ja gut, wir haben ja nichts momentan zu entwickeln. Das ist ja alles schon so weit entwickelt. Passt, passt, passt. Dann würden wir einmal wieder einen Mana-Ling beschwören, wenn wir noch dafür Mana... Okay, gib mir bitte die Zauber. Danke. Hammer. Okay, nehmen wir direkt mit. Um natürlich das Ganze weiter am Laufen zu halten. Und zwar bei ihr mit rein. So, dann haben wir nämlich da schon mal wieder die Armeen voll. Würden hier nochmal Pikinier bauen. Und auch nochmal ein Pikinier. Wir brauchen nochmal, machen wir mal so. Weil wir noch einen hier, ich will einen hier draufsetzen, falls hier irgendjemand sich da die ganze Zeit durchschlüpfen will. Das ist ein bisschen nervig. Ja, ich meine, die Level-Ups zeige ich jetzt noch einmal, aber ich glaube, danach spare ich mir das auch so ein bisschen. Ihr wisst ja, wo das immer hingeht. Wir müssen halt immer wieder auf hier unten die Fähigkeit hin. Wir wollen natürlich auch hier auf Hürde gehen, weil wir halt weiterhin viel evolutionäre Sachen dabei haben werden. Auch wenn das ein bisschen jetzt schon fast redundant ist, kann man sagen. Aber ja, und wir haben jetzt ein bisschen was in der Gruft. Vielleicht haben wir mal einen Gegenstand, das können wir uns noch anschauen. Nee, also klar, die Robe können wir mitnehmen. Ist aber nicht so wichtig. Schwert des Assassinen leider auch nicht. Und wir haben nichts gefangen genommen, schade. Wir können jetzt tatsächlich auch unser Zeug nutzen, um hier noch einen Helden zu holen. Aber bringt uns halt nicht so viel. Ihr wisst ja, der kriegt ja halt negative Moral dazu. Von daher ist das nicht ganz so irrelevant. Ja, Mishara lässt sich tatsächlich nicht nehmen, uns noch einmal anzugreifen. Kein Helden dabei. Aber natürlich wieder massiv viel. Ihr seht erstmal, what? Also was ist das hier bitte für ein Unterstützungseinheitsgedöns? Also wir haben hier 1000 Seelsorger und Sonnenpriester. Die sind natürlich schon recht nervig. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt irgendwie Sinn ergibt, dass sie da gegen uns kämpfen wollen. Ein Plan. Mal gucken, was das Auto-Resolve sagt. Okay, ja, Leute. Ich würde euch gerne auf jeden Fall... Ich werde euch noch Kämpfe zeigen, da sind wir sicher. Aber das nehme ich mit. Wir haben 3 Schlängner erweitert. Wir haben bald den hier auch schon zur Entwicklung. Den hier auch. Das nehmen wir so mit. Keinerlei Schaden. Aber es war natürlich auch eine Armee, die ist ja überhaupt nicht ausgegoren gewesen. Also das kann ja auch nicht funktionieren. Sorry. Und wir können tatsächlich jetzt unserem Helden, wenn ich das richtig gesehen habe. Und zwar den Weithelden. War das nicht so? Ja, ich habe mich verguckt. Okay, das ist unser Herrscher. Herrscher noch immer. Ne, jetzt sind wir bei der Ausdauer-Aura. Danach können wir von mir was anderes nehmen. Aber wie gesagt, die 15 HP. Jetzt sind die hier schon bei 106 HP. Es ist schon ziemlich mächtig. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, wir können jetzt auch hier die Akademie bauen. Dauert natürlich unendlich lang, weil wir keine Steinbrüche haben. Wir könnten auch erstmal hier die anderen Sachen bauen. 20 Stadtstab. Ja, komm, machen wir erstmal das. Ich glaube, das geht was schneller. Ja gut, 3 Runden ist es auch nicht bedeutsam. Aber das können wir auf jeden Fall auch nicht buffen oder verkürzen. Von daher passt das schon. Ja, das brauchen wir alles nicht. Und wir haben nochmal neue Entwicklungssachen. Was haben wir da? Ja, weniger Kosten. Boah. Ja, nehmen wir mal mit. Ne? Ich meine, wir werden noch viel bauen. Gerade in einer Runde werden wir jetzt diese Stadt, die ja komplett zurückgelassen haben, dann erreichen. Können hier noch kurz die Einheiten wegklatschen, warum auch immer die da rumstehen.
soll uns aber eigentlich egal sein. Hier unten habe ich übrigens gemerkt, wir können hier nicht rum, weil da die Armee das Ganze versperrt. Und das war es hier dann schon. Das heißt, wir müssten jetzt hier einmal die Armee wegräumen. Das machen wir jetzt aber natürlich nicht. Erstmal müssen wir mit Schara auslöschen. Danach können wir über irgend sowas reden. Wir haben eine zweite Ausdauer-Aura. Perfekt. Das ist natürlich auch sehr gut. Und ja, müssen jetzt eigentlich nur noch hier einmal diese Einheit drüber schiffen. Damit das Ganze auch einigermaßen ausgeglichen ist. Auch wenn wir dann die 15 HP wieder verlieren. Aber 10 HP, glaube ich. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, Mishara ist wieder da, aber die Stadt hier wird sie halt verlieren. Die hat jetzt 6 Stacks zerstört. Denkt dran, das ist brutale KI. 37. Runde, die haben auch 9 oder 10 oder 12 Stacks. Aber nachdem die Ergebnisse schon so positiv waren, erwarte ich da jetzt auch nichts mehr. Das heißt, Mishara ist eigentlich durch. Was natürlich sehr, sehr cool ist für uns. Na, damit haben wir die erste Stadt. Wir werden hier auf jeden Fall durch die Züchter ersetzen. Oder machen wir... Ja, doch, wir haben ja schon... Ja, doch, wir machen die, genau. Wir ersetzen die Züchter und werden dann hier oben die Stadt auch noch einnehmen. Dann haben wir schön 4 Städte. Die Abtei ist auf jeden Fall gut, weil sie 16 Forschung gibt. Das ist genau das, was wir brauchen. Und dann hocken wir uns einfach erstmal hier rein und gucken, was Mishara noch so macht. Ich glaube aber nicht mehr sehr viel. Und dann werden wir die Hauptstadt schnell erobern gehen, damit sie sich nicht regenerieren kann. So, ich habe mal den vierten Helden hochgeholt. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier irgendwie gebacken kriegen. Dieses Spire kaputt zu machen, um da großartig darüber nachzudenken. Wäre natürlich ganz nett. Recht fiese Armee gegen uns und nope, wir sagen, wir gewinnen das nicht. Ich verstehe nicht, wie man angeblich so wenig gewinnen soll, aber okay, probieren wir es doch einfach mal aus. Ja Leute, was soll ich sagen? Ich habe eben was, ja, nervt mich nicht. Wir haben was aufgenommen, und zwar diesen Kampf hier oben. Da wurden wir eigentlich als verloren erklärt. Also ich war eigentlich ganz stolz, weil das war so eine diese fancy Treppenanordnung. Da konnten wir die richtig schön in die Enge drücken, waren nur Nahkämpfer und ein Schlängner. Dann habe ich eigentlich ohne Verluste verloren, war auch in dem Bewusstsein, dass ich aufgenommen habe, aber ist nicht passiert. Na gut, shit happens, sagen wir einfach mal. Von daher kann ich euch sagen, es war spannend und wir haben es geschafft. Ich habe natürlich alle 4 Helden reingebracht, damit es möglichst auch wirklich funktioniert. Und einen von den Reitern und einmal das Elementar, das hat sehr viel Schaden verbreitet. Und wie gesagt, in so einer Engstelle konnten wir dann recht gut die nacheinander abfertigen. Und ja, und jetzt, was ich auch noch gesagt habe, ist, jetzt geht es erstmal in eine Phase, wo wir eigentlich nichts mehr haben. Erstmal, wir müssen jetzt einfach erstmal unsere Gegner finden. Also hier erstmal suchen, wo die sind die eigentlich. Unsere Gebiete konsolidieren und dann eben langfristig unsere neuen Strategien entwickeln. Also unsere Strategie entwickeln, die wir langfristig haben wollen. Nämlich hoffentlich richtig fette, fiese Doom-Stacks. Ja, aber das dauert halt einfach ein bisschen. Ich werde aber natürlich mich hier in Richtung Fang hier bewegen und mal schauen, wo der denn jetzt so seine Städte hat, also außer dann eben hier Mana-Feste, wo wir direkt einfallen können von hier aus und mal seine Hauptstadt dann plündern. Die wird aber irgendwo im Untergrund sein, ich denke eben hier unten. Und da müssen wir dann einmal hier rüber hüpfen, aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Der ist sicher offensichtlich mit irgendjemandem bekämpfen, aber ich schalte euch dann wieder zu, wenn es in diese Phase hineinkommt, dass wir wirklich unser Gegner haben. Ich würde sagen, wir machen einfach einen zweiten Part draus. Das erste Part war jetzt Konsolidierung und Mishara klatschen, die ja wirklich ein bisschen KI-Ausfall hatte. Aber ihr merkt, die Strategie gefällt mir sehr gut. Also ich bin sehr stolz oder sehr zufrieden mit der Strategie. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so stark ist. Macht wirklich auch Spaß, wieder was Besonderes zu machen. Man muss ja immer wieder sagen, Age of Wonders bietet ja schon viel. Ne? Also Age of Wonders 4, auch mit den ganzen Kritiken, die ich habe, natürlich x Kritiken. Aber das ist, oder viel Kritik, aber das ist hier wirklich spannend. Genauso wie die letzten Serien war das, ist das hier auch wieder eine gute Geschichte. Macht Spaß. Kann ich nur empfehlen, auch wenn die Map jetzt sehr klein wirkt, aber das macht es natürlich auch ein bisschen dynamischer. Es dauert halt nicht 100 Stunden, ne? Dann ist es auch ein bisschen flotter. Na egal, dann sehen wir beim zweiten Part, wie es denn weitergeht und dann sollte es eigentlich schon durch sein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein.